In dem Moment, wo es menschlich passt und die Leute gern zur Arbeit kommen, entstehen auch die guten Dinge. Mein Name ist Thomas Schneider. Ich bin Geschäftsführer der Madness GmbH und kümmere mich als COO um die Projekte und die Kollegen. Wir wurden 1990 gegründet, sind Inhaber geführt und seit nunmehr 15 Jahren sind wir sehr aktiv mit den Themen Augmented Reality, Virtual Reality und Mixed Reality. Und unser interner Slogan ist so ein bisschen Sendung mit der Maus für Erwachsene. Das heißt, wir visualisieren Themen, die schwer und komplex greifbar sind. Und hier in der Region Stuttgart zählen wir wirklich zu einem der Urgesteine der 3D-Agenturen. Damals haben wir uns also schon mit der Technologie von immersiven Medien beschäftigt und haben versucht, möglichst sinnvolle Eigenschaften herauszuarbeiten, um 3D und 3D-Brillen in der Industrie sinnvoll nutzen zu können. Die Region Stuttgart ist für uns sehr wichtig, weil es einfach auch ein Mekka an Nachwuchs ist. Und wenn wir neue Mitarbeiter suchen, dann ist das fachliche Thema ist wichtig. Entscheidend ist aber immer die menschliche Seite. Aber in dem Moment, wo es menschlich passt und die Leute gern zur Arbeit kommen, entstehen auch die guten Dinge. Und diese Sachen müssen im Team entstehen, damit wir als Madness vorankommen. Ich glaube, dass einige Unternehmen momentan ein bisschen den Fokus verlieren, wenn es um die Weiterentwicklung, den Fortschritt des eigenen Unternehmens geht. Es stürzen sich alle auf die Themen AI und wie verbinde ich meine Produkte, meine Weiterentwicklung mit diesen Tools. Ich glaube, dass viele nicht begreifen, dass es ein Tool ist und nicht der Fortschritt des Unternehmens selbst. Diese Tools können uns helfen, aber der wirkliche Fortschritt, der muss aus dem Team rauskommen.